Einen wunderschönen guten Tag wünsche draus, mein Lieben. Wir haben es 11.58 Uhr. Ihr hört's bohren. Da wird irgendwas. Achso, Fliesen werden angebracht. Genau, das war's. Zeige ich euch nachher mal so ein Update. Und die Kleine schläft. Geht es noch weiter weg? Nee. Okay. Genau, ich wollte jetzt schon mal ein bisschen das Mittagessen vorbereiten. Und gestern habe ich es nicht geschafft zu kochen. Und die Kinder haben mir das echt übel genommen. Deswegen machen wir das jetzt mal schon mal ein bisschen zeitiger. Damit ich nicht wieder in dieser Beklemmnis gerate. Ich mache jetzt ein Joghurt, ein Joghurt-Quark mit Knoblauch, schön frisch. Gleich klopft das, glaube ich, auch nochmal wegen dem Schrank hier. Da habe ich schon eine kleine Frage. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da reinmachen soll. Ich mag das ganz gerne. Ist irgendwas, wo ich das noch mit zu essen kann? Soll ich das zweifach essen? Aber heute gibt es auf jeden Fall Hähnchen. Mit so Gemüsereis mit dieser Soße halt. Das feiern die Kinder alle immer. Wo ich mir gerade unsicher bin, ist wegen Mara, aber das kriege ich schon noch hin und noch raus. So. Habe ich die schon mal fertig? So, jetzt klingelt es gleich. Ich mache jetzt erstmal nur den Joghurt fertig und dann zeige ich euch gleich, wie der fertig aussieht, obwohl er sich optisch nicht verändern wird. Aber ihr wisst, was ich meine. Stopp! Und wie ist? Ja, sie darf damit spielen, wenn Marleen daneben sitzt. Wenn Marleen aufpasst. Ne? Ja, Marleen ist immer noch am Sterben. Das ist echt zäh. Unten hat Matthias sich jetzt gerade beschwert. Mama? Ja? Nee. Ja, ich müsste die anziehen. Ich hab nur die. Ich hab. Guck unten auf dem Bett. Ja, da liegt nur die blaue, aber die ist eklig, weil hier sind so Striche drauf, die nicht mehr weggehen. Ich brauch die, das ist wirklich Kindchen. Weil, ich muss, aber ich. Nee, ich glaub, ich hab keine graue gesehen. Der Bauarbeiter, die Bauarbeiter, die da unten heute irgendeine Arbeit gemacht haben, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall ist unser komplettes Büro mit Baustaub. Die haben die Tür nicht zugemacht. Also.
muss ja jetzt mal ein bisschen Haushalt hier machen überall. Ne? So, Marlene hat die Treppen abgefegt. Entschuldigung, ich lasse jetzt hier vom Bett mit am Stuhl. So. Nee, mach es! Du verstehst nicht, dass sie krank ist, oder? Doch. Nee, du verstehst es nicht. Hoch, weiter hoch! Sie ist krank und sie wurde. Licht aus. Mach ich nicht. Jetzt kann ich nicht irgendwas mit runternehmen. Hast du noch Wäsche in deinem Zimmer? Ja, nein. Jetzt müssen wir ein Mädchen gleich untertauchen. Malu. So. Ich dachte, ich muss jetzt schon schlafen. Ja, musst du jetzt auch. Jetzt bricht hier nämlich der Abend ein. Jetzt werde ich als erstes... Stopp, die Folie vom Boden aufheben. Jetzt darf Folien auf den Boden gehen gar nicht wegen der Kleinen. In den gelben Sack. Jetzt darf ich endlich erstmal meine Weihnachtsgeschenke auspacken. Ich weiß gar nicht, ob du Weihnachtsgeschenke bekommst bei dem, was du gestern schon hier rumgejodelt hast. Was denn? Hose ausziehen bitte. Nein. Nicht jetzt hier, da oben. Und Unterwäsche wechseln, ja? Ja. Gut, dann ab die Post, los nach oben. Mach deine Sachen. Du hörst nicht, lauf. Ich ziehe es. Mal gucken, ob die Kleine schlafen will. Du fällst nicht. Wie? Ja, ehrlich? Ja, weißt du, was für Lieder die getanzt haben? Zu Disney-Liedern. Oh. Und was okay. Wie die da getanzt haben. Das ist nichts für dich. Havana oder sowas. Havana? Und wie all in this together. Zu sowas tanzt die da mal. Und das fand ich ein bisschen... Zu kindermäßig. Nee, ich möchte dazu. Warum machst du dir den Kopf? Wovor hast du Schiss? Zu sowas. Okay. War das eigentlich nur nicht deine Altersgruppe, oder? Doch, da waren zwei Mädels, die genauso alt waren wie ich. Okay. Und ein Mädchen, was gar nicht in die Gruppe gehörte. Okay. Ja, und der Rest war nicht da. Okay. War richtig scheiße, gehe ich nicht nochmal hin. Okay. Ja gut, du warst ein bisschen schlauer, ne? Das war ein bisschen lustig und so cool, aber ich hab den nicht verstanden. Okay. Oh mein Gott, was war das für eine katastrophale Nacht, Leute. Das war so schlimm, so eine schlimme Nacht hatte ich noch nie, Alter. Malu hat sich einmal so in Rage gehustet. Ich dachte, jetzt geht's zu Ende mit ihr, ey. Ich wollte mit ihr echt noch in die Notaufnahme fahren, das dann noch. So, jetzt habe ich noch genau 5 Minuten Zeit. Ich fahre jetzt los zum Kinderarzt. Ich bin gerade erst aufgestanden, vor 2 Minuten. Bring mal Lu zum Kinderarzt. Frag ihn, ob er weiß, was er da tut. Weil sich das nicht gut anfühlt, alles. Ich hatte heute meinen Tag ganz anders geplant. Ich wollte nämlich noch ins KDW fahren. Weil ich auch noch kein Geburtstagsgeschenk für Matthias habe. Also ich habe zwar eine Idee, aber eine voll unbefriedigende Idee und dachte, vielleicht kann das KDW Abhilfe schaffen. Ich fühle mich wie, als wäre ein Laster über meinen Kopf gefahren. So, jetzt gehe ich schnell runter, ziehe mir ein frisches Oberteil an. Das war so nicht geplant, Mann. Das war heute so schlimm. Sie hat so doll gehustet. Wo komme ich denn hier durch, Alter? Hier ist alles so zugebaut. Jetzt wird es richtig dunkel. Seht ihr mich überhaupt noch? Ja.
Ich muss jetzt mal kurz meinen Kopf sortieren, Alter. Was brauche ich denn jetzt? Ein Pullover, sowas hier. Okay. Meine Nase ist auch schlagartig zugegangen heute. Ist jetzt hier auch eine Katze drin? Das wäre ein Problem. Wartet. Nee. Also das. Nee, das ist ja der Wahnsinn, was ich. Das war ja. Das ist ja eine Katastrophe jetzt gewesen. Das heißt, wenn ich nachher nach Hause komme, ach, das könnt ihr ja sehen, ich habe ja mein lovely Sportbär. Muss ich mich erstmal sortieren und waschen und alles. Ich kann so nicht. Also das ist ja. Wow. Ich müsste eigentlich jetzt ins Auto steigen und die Kleine ist nicht mehr wach. Okay, ich nehme euch mit der kleinen Kamera und berichte dann, was jetzt bei mir rausgekommen ist, was ich gemacht habe, wie wir weiter verfahren und so weiter. Also, das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich muss jetzt das Baby wach machen und erstmal zum Arzt fahren, weil wir müssen in einer Stunde da sein. Kleine Kamera packe ich ein. Außerdem, wie Mensch, tue ich einigermaßen. Ich habe noch keine Socken an. Oh, scheiß drauf. Tschüss.